Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 26. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, der Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens. Gegenüber in Palast des Südens bewegt sich unserem Planet Erde. In westlichen Astrologie können wir sagen, unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Unserem Planet Erde bekommt ein Einfluss von dem südlichen und nördlichen Aselius. Diese beiden Sternbilder symbolisieren zwei Esel und es geht in die mythologische Geschichte ein. Es gab einen Kampf zwischen die Götter und zwischen die Titanen. Der Kampf in die Seite der Götter führte Vulcanus, der Feuergott, der Gott der Goldschmiede und auch die Schmiedekunst. Und sie waren am Verlieren, bis dann die beiden Esel, die dabei waren, angefangen zum Schreien. Und dieser Geschrei, dieser Klang haben die Titanen nicht gekannt. Und sie haben so Angst bekommen, da sind sie davon gelaufen. Und die Götter haben aus Dankbarkeit die beiden Esel, die südlichen und die nördlichen Esel, die südlichen Aselius und die nördlichen Aselius im Himmel gesetzt. Und das sind die beiden Sternbilder. Und diese beiden Sternbilder wirken gerade auf unserem Planet Erde. Das bedeutet, wenn wir Sicherheit, Stabilität brauchen, ein fester Boden unter unseren Füßen, dann sollen wir uns verteidigen und wir dürfen auch mal, wenn das erlaubt ist, mal etwas lauter zu werden, klar und deutlich zu werden. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin. Und die Himmelskaiserin bewegt sich im Palast des Westens, was die chinesischen Astrologen als weiße Tiger nennen. Mond hat auch einen Einfluss von Algol und das ist ganz berühmt, diesem Stern, nicht weil etwas Gutes bewirkt, sondern die Mittelalter von den Arabern wurde benannt als der Dämon. Der Furchterregende. Es erscheint auch in die Mythologie, die drei Geschwister, die drei Furchterregende. Und eine davon ist Medusa und es ist die Kopf der Medusa. Und hier befindet sich diesem Algol. Das hat eine symbolische Bedeutung. Unsere Ängste sollen wir überwinden. Weil das, was verwandelt uns im Stein, also diesem Zustand, diesem Unbeweglichkeit, wenn wir zu viel Ängste haben. Ich verstehe das als ein Symbolsprache. Und ich betrachte auch nicht diese Algol als furchterregend. Das wurde später im Mittelalter so eingeführt, sondern ich gehe in die alte Wissen zurück, weil die Ägypter haben diesem Stern noch verehrt und sogar beobachtet. Diese Algol ist ein Dreifachstern und ändert sich die Farbe, ändert sich die Licht also die Lichtstärke und das haben die alten Ägypter beobachtet, da entstanden bestimmte Perioden, eine Regelmäßigkeit bei diesen Änderungen, die Licht und Farbe von diesem Stern und sie haben das benutzt als einen zweiten Kalender, sozusagen zum die Zukunft deuten. Eine Kalender, wo sie bestimmen könnten, diese Regelmäßigkeit, diese Periode und genau beschrieben könnten, welchen Tagen sind günstig und welchen Tagen sind ungünstig. Und sie haben das als Orakel benutzt. Und durch die Beobachtung dieser Sterne war das ein Kalender, ein Orakel. Später im Mittelalter natürlich, das war die Zeit der Inquisition, wurde dieser Stern als Dämon bezeichnet.
Für mich ist wichtig die Geschichte von Andromeda, die Befreiung von Andromeda, weil Andromeda hat diese Medusa erblickt, Angst verursacht. Und für mich persönlich ist ein Symbolsprache, unsere Ängste zu überwinden, angstfrei leben. Und wie wird das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann im Osthorizont auf. Aber bevor ich noch darauf eingehe, noch einen wichtigen Hinweis. Jetzt steht Sonne und Mond in einer gewissen Spannung. Das lässt sich nach, weil die Halbmond ist jetzt vorbei. Mond bewegt sich ziemlich schnell, aber das ist diese Halbmondperioden, die sind immer wirksam, weil dann steht Sonne, Mond und Erde in Verbindung, verbindet sich da drei Tierkreiszeichen, drei Element. Also bei Tierkreiszeichen Wassermann ist die Luftelement, wo unserem Planet Erde bewegt sich, das ist die Tierkreiszeichen Löwe, das ist Feuerelement, und Mond im Tierkreiszeichen Stier ist Erdeelement, also fehlt die Wasser zum Gleichgewicht. Und das ist wichtig in solchen Tagen, gerade wenn das Halbmond ist, dieser fehlende Element, und diesmal ist die Wasserelement mit einfließen, und das sind die Gefühle. Auf die Gefühle hören oder mehr Gefühle zum zeigen, gefühlsvoll handeln. Und das bringt die Tag auch diese Gleichgewicht. Also das können wir selbst verändern, weil die Einflüsse von diesem kosmischen Energie ist Luft, Feuer, Erde. Und das wirkt unserem heutigen Tag. Also fehlt die vierte Element, die Wasser, und das können wir selbst in Harmonie zu bringen, wenn wir gefühlsvoll handeln oder intuitiv sind oder auf unseren Gefühlen hören, und das ist ein schöner Austausch, und damit harmonisieren wir diese Spannung, weil das ist eine Spannung, jeder Halbmond ist eine Spannung. Also so können wir das harmonisieren, also ein Rat von mir heute: gefühlsvoll handeln, unseren Gefühlen hören, intuitiv zu sein, inspirieren lassen, künstlerisch tätig zu sein und intuitiv handeln. Und jetzt auf die einzelnen Tierkreiszeichen. Wie ich schon sagte, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Und hier bewegt sich die Sonne, braucht Klarheit, Orientierung. Die Mond sorgt für eine gewisse Spannung zwischen Wassermann und Stier, entsteht diese Spannung. Und das ein bisschen beeinflusst den Alltag, und das spüren wir alle, aber besonders die Wassermann-Geborenen. Also die Ausgleich gibt die gefühlsvolle Handlung. Und wichtiges Thema ist auch die Liebe-Partnerschaft, weil die Liebesplanet Venus bewegt sich auch hier. Auch die alte karmischen Knoten, auch löst was aus. Karmische Begegnungen, karmische Beziehungen. Und das sind die wichtigsten Themen. Nicht nur das, sondern auch das Selbstausdruck wahrgenommen werden. Und das ist auch wichtig, diese Auftreten. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig, wahrgenommen zu werden, und sie sind sehr intuitiv und können helfen im Tag für diesen Ausgleich. Alle Wasserelemente, die Tierkreiszeichen Fischen, Krebs und die Skorpiongeborenen, können dafür sorgen, für anderen da zu sein, gefühlsvoll sein, Verständnis zeigen, um anderen zu kümmern, und so kommt es im Harmonie alles, und das können die Fischengeborenen auch sehr gut, und sie sollen auch intuitiv handeln, intuitiv sein, weil daran liegt auch die Stärke, das im Ausdruck bringen. Sie sind gerade gut gebraucht, sie werden jetzt auch wahrgenommen, sie sind für anderen da, aber nicht aufopfern. Das ist auch ein wichtiges Thema bei den Fischengeborenen, das zu lernen, auch wenn das angebracht ist, mal Nein zu sagen und auf dem Selbst auch kümmern. Und es darf keine Opferbereitschaft sein, sondern hier entsteht eine gewisse Grenze. Also das sollen die Fischengeborenen auch berücksichtigen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Das bringt etwas in Ordnung. Kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen ein Geheimnis erfahren, weil jemand etwas vertraut, ein großes Geheimnis.
Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist die Finanzen sehr wichtig, aber auch das Werten, das Selbstwertgefühl. Sie fühlen sich momentan eingeengt und wichtig ist, befreit zu sein, diese Unsicherheit überwinden, was dieser Halbmond verursacht, auch nach Gefühl, intuitiv handeln hilft auch, mehr Luft zu bekommen, befreit zu sein und natürlich auf die Werte stehen, auch die Selbstwertgefühl, Wertschätzung und in Finanzen kümmern. Erst investieren, einen Gewinn zu machen heute ist nicht der richtige Augenblick, weil das ist wie eine Sperre, entweder das Geld fließt nicht oder kann passieren auch, dass das zu Verlust geht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen spüren auch diese gewisse Spannung, aber sie können das ausgleichen, wenn auf anderen zugehen, aktiv zu sein, Gefühlen zeigen, um andere kümmern. Aber hier gilt auch, also das muss auch im Grenzbereich sein, nicht aufopfern, sondern so, wie das angenehm ist, was man gerne auch macht, wenn das von Herzen kommt. Also das darf man auch nicht erzwingen. So wie das gesundes Bauchgefühl auch sagt. Und das ist heute das beste Ratgeber. Eine gute Nachricht ist aber unterwegs und da kommt auch etwas in Form. In vertrauter Umgebung kommen die Kontakte, kommt auch in die Tagen schon die Bewegung, weil diese Spannung geht auch schnell vorbei. Mond bewegt sich auch schnell und es lässt auch nach. Und die Bewegung kommt in Umgebung, das sind die Nachbarschaft, die Bekannten und die Verwandten. Da kommen Veränderungen, kleinere Veränderungen oder ein Besuch. Oder ein Treffen oder ein Fest ist auch möglich. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Liebe, Partnerschaft, aber auch das innere Gleichgewicht und die Ruhe, auch das Zuhause. Viele Zwillingsgeborenen sind gerade dabei, ihre Ideen umsetzen, ihren Zuhause zu gestalten. Entweder ein Umzug, eine Renovierung oder neue Einrichtung, aber dieses Zuhause kann auch unserem inneren Zuhause sein. Das Innere ist auch sehr wichtig, weil unsere Seele wohnt in unserem Inneren und braucht auch Raum, eine schöne gestaltete Raum. Und darum sollen wir auch mal kümmern. Und dabei hilft auch die Ruhe, die Zurückgezogenheit, eine meditative Haltung. Und so bekommen wir das innere Gleichgewicht, mehr Zugang zu unserem Seele. Und genau das brauchen gerade auch die Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema gerade die berufliche Situation. Sie können auch gut helfen für anderen, andere zu bemuttern, um andere zu kümmern. Aber hier würde ich auch betonen, das muss auch im Grenzbereich sein, so wie das angenehm ist, dass das von Herzen kommt. Dann können Sie, die Krebsgeborenen, sich auch verwirklichen. Sie sind gut gebraucht heute und können anderen diesen Ausgleich zu schaffen und für anderen zuhören oder helfen. Und das Besonderes im Arbeitsplatz, gerade bei den Krebsgeborenen. Gespräche haben eine Bedeutung, aber nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern es ist wichtig, ein Entgegenkommen, die Kontakte aufbauen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist immer noch wichtig, die liebe Partnerschaft, hier gibt's karmische Begegnungen, hier bewegt sich das aufsteigende Mondknoten, das neue karmische Erfahrungen und das erleben sie in die liebe Partnerschaft. In die nächste Zeit wird aber die Berufung auch wichtig sein, weil die Löwengeborenen fragen dann, vielleicht jetzt schon, ist das wirklich meine Berufung oder ich leide im Arbeitsplatz? Wo liegt überhaupt meine Berufung? Habe ich überhaupt Berufung? Und diese Frage wird jetzt gestellt, weil sie gehen auf die Suche ihren wahren Berufung zum Leben. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist auch wichtig das Privatleben, auch Liebe, Partnerschaft, da brauchen sie die Ordnung, aber auch ein bisschen Freiraum und das möchten sie jetzt gerade aufbauen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder schöne Gespräche. Aber diese Leichtigkeit in die Liebe, da sind die Jungfrau Geborenen etwas unsicher. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein Prozess der Transformation. Sie haben gerade aber das Gefühl, das läuft nicht so richtig und sie haben das
Gefühl, wie im Gefängnis zum Stecken gerade, und sie kommen mit ihren Gefühlen momentan nicht klar. Dieser Halbmond ist auch spürbar, das kommt auch noch dazu. Die Lösung ist, die Gefühlen, auf eigenen Gefühlen zu hören, was sagt unserem gesundes Bauchgefühl, intuitiv zu sein. Oder Kontakte suchen, wo sie die Gefühle, die Verständnis bekommen, und diese Kontakte, diese Gespräche helfen auch zurzeit bei die Wagengeborenen. Dann bekommen sie auch Verständnis. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein Reise wichtig, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, Tourismus, all diesen Bereich. Kann auch ein Studium sein, dass sie etwas Neues lernen. Diese große Reise oder ein großes Studium, die Zusammenhänge zu erkennen, kann auch eine innere Reise sein. Und es beginnt eine neue Zeit. Bei die Skorpion geworden, die Zeit, die Transformation. Und es beginnt mit unseren Gefühlen. Ängste loslassen, angstfrei leben, Schuldgefühl, brauchen wir auch nicht. All diesen Gefühlen transformieren. Und es ist gerade die Zeit dazu, auch die Algol, dieser Stern, ist auch ein Hinweis. Weil das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Also das hat auch einen Einfluss auf den heutigen Tag. Und das spüren auch die Skorpiongeborenen. Bei den Schützengeborenen ist eine gewisse Unsicherheit da, aber in die Tagen kommt die Leichtigkeit und sie spüren auch, dass sie wahrgenommen werden, sie bekommen Respekt, Anerkennung, besonders im beruflichen Umfeld, sind auch gut gebraucht, bringen auch Leistung und ist ein Aufstieg oder Möglichkeiten beruflich etwas verbessern, aber in die Liebe, Partnerschaft haben auch Glück. Diese Nervosität oder Spannung ist vielleicht spürbar für uns alle heute, aber das lässt schon nach und diese Leichtigkeit kommt in die Tage und das werden die Schützengeborenen auch spüren. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist auch ein Aufstieg. Sie haben etwas losgelassen, beendet, ist die Kraft wieder da, etwas Neues zu starten, auch das Lebenskraft jetzt lebendig zu sein. Und das können in die Tagen schon genießen, die Steinbockgeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.